Der zweite Teil meiner Stil-Challenge beginnt. Heute ist das Badezimmer dran. Wenn ihr sehen möchtet, wie ich diesen leeren Raum in ein tolles Badezimmer für die Playmus verwandle, dann bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen in Schöner Garten! Es geht weiter mit dem zweiten Zimmer im modernen Wohnhaus, dem Badezimmer. Und wie bei der Küche soll auch hier der Zufall entscheiden. Dafür gebe ich euch wieder meinen Bildschirm frei und starte den Schöner Garten Raum Randomizer. So, ich habe wieder das kleine Programm gestartet, um mir Zufallswerte zu generieren. Und jetzt geht es erstmal um das Badezimmer. Lassen wir uns überraschen. Oh ja, das gefällt mir. Das Badezimmer soll einen Fliesenboden bekommen, das ist schon mal super. Das Muster soll Mosaik enthalten, im Stil Natur sein, das heißt natürliche Materialien, vielleicht auch ein paar Elemente aus der Natur einfließen lassen, vielleicht können wir ein paar Blumen oder so mit reinstellen, das sieht bestimmt ganz gut aus. Und in den Farben Schwarz, Grau und Blau gehalten sein. Ich glaube, das kriegen wir gut hin. Das ist eine schöne Kombination. Perfekt. Okay, ich tiger jetzt los, sammle wieder Materialien zusammen und dann komme ich mit der Auswahl zurück. Mir persönlich gefällt es ja am besten, wenn Badezimmer hell und freundlich sind. Deshalb nehme ich weißen Tonkarton als Grundlage für die Wände. Für den Boden habe ich dieses Designpapier in Fliesenoptik gefunden. Das kann ich auch im Duschbereich für die Wände nehmen und erfülle damit auch schon mal die Farbvorgaben Blau und Grau. Zu unseren Farben passt, finde ich, das Badezimmer des modernen Wohnhauses am besten. Eine weitere Vorgabe ist das Mosaik. Das werde ich mit Acrylstiften oberhalb des Waschtisches aufmalen. Im Mosaik wird auch die Farbe Schwarz enthalten sein. Die orangen und naturfarbenen Rosen bringen einen leichten Kontrast in den Raum. Dadurch kommt die Farbkombination aus den Vorgaben noch etwas besser zur Geltung. Damit ich im Badezimmer alle Möbel so stellen kann, wie ich es möchte, muss ich hier noch eine Wand einziehen. Die bastle ich mir aus dünnem Sperrholz, Zündholzstäbchen und Bastelkleber. Wer meine Videos kennt, der kennt bestimmt auch meine Vorliebe für Bastelarbeiten mit Sperrholz und Zündholzstäbchen. Die Zündholzstäbchen verwende ich oft, um die Kontaktfläche für den Kleber zu vergrößern. Und das natürlich am besten an Stellen, die man später nicht mehr sieht. Nachdem ich alle Teile miteinander verklebt habe, fixiere ich sie mit ein paar Zwingen und lasse den Kleber gut trocknen. Für die Wände habe ich mir den weißen Tonkarton schon zugeschnitten. An den Seiten, an die ich die Dusche stellen möchte, klebe ich zusätzlich Fliesen aus dem Designpapier auf. Für das Mosaik oberhalb des Waschtisches nehme ich Acrylstifte in den Farben Schwarz, Hellblau, Blau, Grau und Braun. Im Gegensatz zu Filzstiften behält die Farbe der Acrylstifte auch nach dem Trocknen ihren Glanz. So sieht das Mosaik aus, als wäre es aus kleinen Fliesenstückchen zusammengesetzt. Beim Mosaik habe ich mich für eine Blume mit geschwungenen Ranken entschieden. Nicht zu groß, aber so, dass es auffällt und dem Raum noch etwas mehr Leichtigkeit verleiht. Wie ihr seht, verwende ich die Farbe Schwarz aus der Vorgabe eher sparsam. Dadurch bleibt der Raum hell und das Schwarz sticht gleichzeitig deutlich heraus. Für das Rosengesteck nehme ich 4 Rosenblüten auf Draht. Den Draht ziehe ich durch eine Dekoperle und knipse ab, was zu viel ist. Den Rest biege ich so um, dass die Perle gut stehen kann. Jetzt geht's ans Ausbauen und Einrichten. Die Wand befestige ich mit Tesa Tack. Dann kann der Boden gelegt werden. Dafür habe ich, wie schon für die Küche, dünnes Sperrholz zugeschnitten. So kann ich die Möbel bis an die Wand heranstellen.
Darauf lege ich jetzt den Fliesenboden. Die Wände sind als nächstes dran. Und dann kommen die Möbel und Accessoires. Die Handtücher am Waschtisch habe ich in hellem Braun gehalten. Braun ist zwar nicht vorgegeben, findet sich aber durch die graubraunen Möbel im ganzen Raum wieder und harmoniert dadurch sehr gut mit dem Raumkonzept. Die Körbchen für die verschiedenen Utensilien habe ich aus diesem Grund auch in hellem Braun gewählt. Grau wäre mir lieber gewesen, aber in der Farbe gibt es die, glaube ich, nicht. Ich weiß, es gibt sie in Blau. Das ist allerdings durch die Fliesen schon sehr dominant und es wäre mir dann doch etwas zu viel. Die Badezimmerteppiche habe ich aus einem grauen Mikrofasertuch zugeschnitten. An die gegenüberliegende Wand kommt die Dusche, ein Regal und die Toilette mit einer blauen Klobürste. Jetzt habe ich hier auch noch ein paar blaue und hellbraune Handtücher für das Regal. Ein paar Flaschen mit Shampoo und Duschgel kommen auch noch dazu und obendrauf die Rosen in der schwarz-goldenen Vase. Und das Badezimmer ist fertig. Mir gefällt dieser Raum ausgesprochen gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch ein echtes Bad nach dieser Vorlage richtig schön aussehen würde. Was meint ihr? Ist das Badezimmer gelungen und habe ich die Challenge bestanden? Ich freue mich auf eure Kommentare und über einen Daumen nach oben, wenn euch unser Video gefallen hat. Denkt auch daran, unseren Kanal zu abonnieren und ihn weiterzuempfehlen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!